Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, hier bei Elon Motors TV. Heute ganz spannend, Sinnhaftigkeit des Vergleichs Porsche Taycan gegen den Tesla Raven Performance. Hier bei uns, ganz aktuell bei Elon Motors TV. Bleibt dabei! Ja, zum heutigen Inhalt. Im Teil A, da fassen wir gleich die Ergebnisse zusammen, um es schnell und bündig für euch zu machen. Und im Teil B geht es dann um die Details, wie wir auf diese Ergebnisse gekommen sind. Der erste Teil, Anlass dieses Vergleichs zwischen dem Porsche Taycan und dem Model S Raven. Dann stellen wir ganz kurz die beiden Kandidaten vor. Und drittens dann, was steckt eigentlich hinter der Idee Taycan von Porsche? Und im vierten Punkt dann die Neutralisierung, die wir schon in der letzten Sendung vorgenommen haben zwischen zwei anderen Kandidaten. Sprich, wir machen die beiden ganz vergleichbar. Und fünftens stellen wir euch dann unsere Idee vor, was man denn am besten macht. Den oder vielleicht doch was anderes. Ja, liebe Zuschauer, Anlass des Vergleichs der beiden Fahrzeuge ist einfach die Brisanz in der letzten Berichterstattungstage. Dort wurde der Taycan Turbo S von der britischen Top Gear getestet und im direkten Vergleich gegenüber dem Raven als der Champion dargestellt. Und es fiel einfach auf, dass die Messwerte des Model S wohl nicht ganz gestimmt haben, denn in Amerika wird dieses Auto als der aktuelle Champion dargestellt und wurde schon von Hunderten von Leuten getestet und die Werte passten einfach nicht. Er war viel schneller in Amerika als jetzt hier von der britischen Zeitung dargestellt. Macht es Sinn, diese beiden Fahrzeuge zu vergleichen? Ja, wir meinen schon, denn es sind die beiden schnellsten Fahrzeuge aus dem Elektrobereich, die es derzeit gibt. Und die Testerei, die in den letzten Monaten, kann man schon sagen, zwischen Porsche und auch jetzt Tesla gelaufen sind, zeigen doch, man will hier den Olymp bekommen und dass ein Model S in der Grundversion eine Limousine ist, das stimmt schon, aber der Performance Raven sieht schon einem Sportwagen sehr nahe und kann man auch miteinander vergleichen, denn vier Türen, Kofferraum ist alles da, also der Taycan ist zwar ein Porsche, aber eigentlich ein Elektro Panamera und kein Elektro 911, das wäre die Ikone für uns von Porsche und hier vergleichen wir die beiden schnellsten Viertürer, die beiden Marken derzeit aufzubieten haben. Also, wir stürzen uns rein, zeigen euch, wer ist der wahre Champ, beziehungsweise vielleicht gibt es ja noch eine Alternative. Viel Spaß dabei! Wir stellen euch die Kandidaten vor. Ja, da Tesla Model S Raven Performance. Mit Raven meinen wir das Model S, was seit April diesen Jahres modifiziert wurde mit neuen Motoren. Und das Model S Performance hat ein neues adaptives Fahrwerk, was noch besser dämpft. Neben dem Luftfahrwerk, was es schon länger gab, gibt es jetzt ein adaptives Fahrwerk. Und das Model S Performance Raven ist auch noch etwas schneller als der Vorgänger, der sogenannte P100D. Was kostet der Wagen? 102.700 Euro im Grundpreis. Und so wie wir ihn modifiziert haben, haben wir die 21 Zoll Bereifung, sonst wären es 19 Zoll Räder für 4.700 Euro und noch 1.600 Euro für die weiße Lederausstattung mit Carbon im Cockpit, was sehr sportlich aussieht. Und dann haben wir noch eine Blau-Metallic-Farbe genommen. Hier auf dem Bild sieht der Weiß-Metallic, so wäre es kostenneutral, ansonsten mit Blau-Metallic. Und dann kommen wir auf den Endpreis von, sprich HP-Hauspreis für 110.480. 0% Rabatt bei Tesla ist leider so, ein Umweltbonus geht auch nicht bei den teuren Autos. Der Porsche Taycan muss man natürlich den Turbo S nehmen, weil nur der mit 2,8 Sekunden in die Nähe kommt von diesem Raven, zumindest auf dem Papier, und er ja bei Top Gear gewonnen haben soll. Er kostet im Grundpreis 185.456 Euro, also eigentlich wesentlich mehr. Gut, aber das ist halt bei Porsche normal, dass man für so einen Porsche auch viel Geld verlangen kann und da gibt es ja genug Kunden. Und wir haben aber auch die gleiche Ausstattung genommen, um das gleiche hinzubekommen, müssen 17.800 Euro nochmal nachgerüstet werden. Das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt Leute, die haben für 215.000 einen Taycan Turbo S konfiguriert. Wir kommen mit knapp 200.000 hin und wir haben hier auch einen Hausrabatt eingerechnet, den es sicherlich geben sollte. 1,4%, warum so eine lustige Zahl?
ja, um einfach einen tollen Preis zu kriegen von 199.999. Das gibt ein schönes Gefühl, warm fuzzy feeling, und dann kauft man den für 199.999. Was sind die Leistungsdaten? Ja, auf dem Papier Reichweite beim Model S nach WLTP 593 km, beim Taycan 412, Endgeschwindigkeit 261 km/h beim Taycan 260 und die Buchangabe 0 auf 100 2,6 Sekunden beim Raven und 2,8 beim Turbo S. Jeweils natürlich im Launch Mode, und hier wird nicht betrachtet 0 auf 160, 0 auf 200, wo der Porsche Taycan sicherlich dem Raven eventuell sogar den Sieg nehmen kann. Allerdings, und das sagen wir hier auch gleich, nach diesem Top Gear Test hat Elon Musk gleich gesagt, in den nächsten Tagen wird es ein Firmware-Update geben, wo die Performance des Model S Performance nochmal um 50 PS gesteigert wird in der Spitze für diesen Launch Mode, um sicherzustellen, dass er auf jeden Fall gewinnt, und eine generelle Leistungssteigerung von 5% wird beim Model S geplant sein. Das heißt, wir erwarten dann eine Reichweite von 600 km, 265 Endgeschwindigkeit und 2,5 Sekunden 0 auf 100. Das wird kommen, um einfach klarzustellen, dass das Model S in diesem Bereich weiter die Spitze haben wird. Das sind die Kandidaten. Die Idee Taycan, als Porsche Mission E 2015 vorgestellt hat, sollte das erste Elektroauto von Porsche präsentiert werden. Und was ist jetzt dabei rausgekommen? Für uns stellt sich Idee Taycan dar, Porsche will elektrisch sein. Es basiert auf einem Fahrzeug, was dem Panamera ähnelt, denn es ist eigentlich ein 928, so war das früher, der viertürige Porsche, der Platz auf vier Sitzen hatte. Der Panamera kam ja vor 10 Jahren neu raus. Sicherlich wird der Taycan diesen Markt dem Panamera abknöpfen und nicht unbedingt dem 911er, der ja der reine Ikonensportwagen ist. Was hat Porsche noch in den Taycan gepackt, wo es sich unterscheidet gegenüber dem Model S oder Tesla? Es ist eine klassische Fahrweise, das heißt, wie man das Fahrzeug bedient, wie man bremst, wie man schaltet, doch eher dem klassischen Fahren, wobei das Bremsen, sprich man geht vom Gaspedal und dann rollt der Wagen nur. Im Gegensatz dazu, der Tesla würde dann über die Motorbremse bremsen. Bei Porsche macht man das übers Bremspedal, und je nachdem, wie viel man bremsen will, macht das dann die Rekuperation des Motors oder die Bremse des Autos. 800 Volt Architektur, da unterscheidet sich Porsche von den Teslas. Man hat höhere Spitzenleistungen, kann also schneller laden. Das hat den Vorteil, höhere Leistungen abgeben im System. Und man hat natürlich weniger Kabelquerschnitte. Beim Komfort muss man sagen, ja, Panamera ähnlich, 4 Sitzer. Man kann dann noch so einen Mittelsitz dazu bestellen. Ist allerdings eher ein Notsitz. Also es ist echt eng geschnitten da hinten drin. Und es ist eigentlich ein tolles Auto für 4 Erwachsene, aber nicht für 5. Der Kofferraum, ja, ist da, aber ist natürlich wesentlich kleiner als jetzt bei einem Model S. Fahrwerk ist sicherlich super vom Porsche, deswegen auch bei uns grün. Also wo wir es ein bisschen kritischer sehen, ist es orange, und wo wir es gut sehen, ist es grün, und weiß ist neutral. Beim Cockpit, ja, Touchpad-Displays, das ist modern. Man hat also den Schritt jetzt gewagt, nicht mehr konventionelle Knöpfe zu verbauen. Man ist da dem Tesla jetzt näher gekommen, wo das ist ja ausschließlich über Touchpad funktioniert. Ganz extrem im Model 3. Im Model S ist es aber auch schon so, dass alles eigentlich über den 17 Zoll Center Display gesteuert wird. Das hat man bei Porsche auch so gemacht. Was uns aber auffällt, ist, es ist im Prinzip eine komplette konventionelle Bedienfunktion. Wenn man sich alleine mal das Cockpit-Display anguckt, dann unterscheidet sich das eigentlich nicht von einem 911er. Da sind ganz normale Anzeigen, nichts, was annähernd das Auto von hinten zeigt, Avatar, Lichtfunktion, Straßenverlauf. Das sieht alles relativ konventionell aus, zwar toll digitalisiert, aber eigentlich nichts Neues. Auch da, glauben wir, will Porsche einfach dem Porsche-Fahrer nicht zu viel zumuten. Also da wagt man es noch nicht, ganz modern vorauszugehen, wie das jetzt beim Model S läuft. Ansonsten, die Medien werden aufbereitet. Apple Music ist alles natürlich relativ modern. Man schiebt keine CDs rein, sondern man hat das dann alles gestreamt. Apple CarPlay kann man natürlich auch machen oder das Porsche Navi-System. Es gibt genug Bildschirme, wobei natürlich das Navi-System auch nur relativ kleines Bildschirmbereich ist im Center Display, kann man also auch nicht richtig mit dem Model S vergleichen auf einem 17 Zoll Bildschirm. Assistenzsysteme, ja, das sehen wir natürlich auch eher kritisch, wenn man das jetzt mit dem Tesla vergleicht, denn
Hier gibt es auch nur Stop-and-Go, Spurhalteassistenten, also von so einer richtigen autonomen Zukunftsvision redet Porsche eigentlich noch gar nicht, sondern es geht hier um Assistenzsysteme und dass man halt unterstützt wird bei der Fahrt, aber man versucht eigentlich das Autopiloten-Dasein so ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Also da liegt der Hauptaugenmerk offensichtlich nicht beim Porsche. Bei der Leistung, was wir natürlich in Rot und damit ganz kritisch sehen, also mit 260 km/h ist der Taycan Turbo S einer der teuersten Porsches und eigentlich der absolut langsamste unter den sportlichen Fahrzeugen. Also jeder kleine Cayman ist schneller mit 275 und das verstehen wir eigentlich gar nicht. Und wenn man jetzt natürlich sagt, ja, um die Reichweite nicht schmelzen zu lassen, es ist klar, dass wenn man über 200 fährt, dass man dann nicht von 400 Kilometer Reichweite redet, sondern eher unter der Hälfte von dem, also eher um die 150 Kilometer. Und dann ist es eigentlich wurscht, ob der jetzt 275 fährt, 260 oder 280. Man macht das ja auch nur mal kurz. Und wenn ein Porsche das dann halt nicht kann, dann ist das eigentlich eher sehr merkwürdig. 0 auf 100 mit 2,8 ist man sicherlich im oberen Bereich der Porsche-Liga angekommen. Also das schaffen auch GT3, GT2 RS gerade mal oder 911 Turbo S. Das ist ein Spitzenwert, ganz klar. Und auch 0 auf 160, 0 auf 200, das sind natürlich Top-Werte. Da spielt der Taycan alles aus, was so ein Elektroauto ausmacht. Aber in der Endgeschwindigkeit ist es eigentlich traurig mit 260, nach unserer Meinung. Fahrwerk ist top, grün, die Bremsen sind top, da gibt es überhaupt nichts und da ist er auf jeden Fall dem Model S bei weitem überlegen. Von der Reichweite eher sehr kritisch, 140 Kilometer, ja, das ist unsere Angabe bei 200 km/h Dauerleistung auf der Autobahn. Wenn man sich mal mit so einem Model S dann versucht zu klopfen, dann wird man da so um die 200 auf der deutschen Autobahn, wenn es frei ist, lang zischen. Und dann kann man davon ausgehen, dass bei 140 Kilometer die nächste Ionity-Säule gesucht werden muss oder man besser zu Hause ankommt. Und das ist natürlich schon, einschränkend, sagen wir mal. Constant High Power, das ist auch was, was Porsche ganz groß immer in den Fokus gestellt hat, dass man das halt mehrfach machen kann. Da hat nämlich das Model S in der Vergangenheit etwas geschwächelt. Aufgrund der Kühlleistung des Akkus hat man da die Power zurückgenommen. Das hat aber der Raven jetzt auch schon besser. Und ganz extrem kann das Model 3 Performance das. Da kann man auch 20 oder 30 Power Launches machen, ohne dass man da irgendwelche Nachteile hat. Da ist einfach die Kühlleistung mittlerweile auch bei Tesla besser. Qualität, ja, 1,5 sagen wir da, Schulnote bei Porsche sicherlich sehr, sehr gut. Warum nicht 1,0? Ja, also aus unserer Vergangenheitserfahrung mit Porsche, Porsche ist top, aber Audi ist sicherlich noch etwas besser und von daher 1,5 ist eine super Note und bei Tesla würden wir dann eher sagen 2 bis 3 oder so, also auf jeden Fall schlechter. Service konventionell. Bei Porsche vermissen wir so ein bisschen diese ganz moderne Art, also Service-Updates nur noch über Software-Firmware-Updates, so wie bei Tesla, sondern hier redet man nur, dass das in Zukunft irgendwann kommen soll, dass man halt sich die Werkstattaufenthalte verkürzen kann oder reduzieren kann, aber man geht nicht den Schritt und sagt, ja, wir wollen das Geld beim Kunden belassen, sondern hier ist wahrscheinlich genauso geplant, dass es da Inspektionen gibt. Bei sechstens Image-Marke. Ja, Markenimage ist natürlich ganz toll bei Porsche, deswegen wird er sicherlich auch ein Klassiker jetzt schon sein, der Taycan. Und hat natürlich seine Berechtigung in dem ganzen Sortiment und ist sicherlich neben dem 911er eigentlich das Auto, was man bei Porsche momentan ganz wärmstens empfehlen kann. Modellklasse, ja, was ist das für eine Modellklasse? Ja, für uns ist das eigentlich so Panamera, A7, Model S, schicker Flitzer. Es ist kein Sportwagen in dem Sinne, es ist nicht ein 911, es ist kein Ferrari, es ist ein Viersitziger. Ein viertüriges, sportliches Auto und deswegen ganz klar schon in die Panamera-Liga einzuordnen. Form versus 911, ja, wieso hat Porsche jetzt den Taycan nicht zum 911er gemacht, sondern eher zum Panamera? Das ist hier die spannende Frage, denn ich meine und wir meinen, dass der 911er elektrifiziert der ja Porsche sein wird, den alle wollen. So viel zur Idee Taycan. Wenn ihr da andere Meinungen habt, dann schreibt sie uns auf jeden Fall. Wir werden das aufnehmen und natürlich auch noch differenzierter das Ganze dann in Zukunft betrachten. Aber so meinen wir, ist es doch umfänglich betrachtet und wir sehen die Vor- und Nachteile des Taycans und auch in der ganzen Konzeption des Fahrzeugs.
Ja, kommen wir jetzt zur Neutralisierung. Das habt ihr ja schon mal vorher bei uns gesehen. Neutralisierung heißt, wir vergleichen beide, geben Punkte. Der Gewinner hat so und so viele Punkte und jetzt schauen wir, was der Verlierer kosten müsste, um genau Preis-Leistung das gleiche Ergebnis haben zu können. Also Model S Performance Raven 110.480 hat bei uns in der Bewertung einen Kostenanteil pro Monat von 1152 Euro, wenn man ihn 4 Jahre fährt und jeweils 20.000 Kilometer. Erreicht in unserer Bewertung, in der bekannten Bewertungsmatrix, die später im B-Teil euch erläutert wird, von 92,3 Punkten. Im Vergleich dazu, Model 3 war um die 70 Punkte. Wir sind jetzt im Model S schon bei 92,3 von 100 erreichbaren Punkten, also schon im über 90%igen Bereich der Maximalpunktzahl. Der Taycan Turbo S hat 87,8 Punkte erreicht, also fast gleich gut. Aber der Preis, haben wir ja gesagt, 199.000 und er kostet im Monat 1813 aufgrund des höheren Stromverbrauchs, des nicht vorhandenen Superchargings, was kostenlos übrigens ist beim Model S. Und er hat halt auch höhere Versicherungsgebühren, weil er einfach auch wesentlich mehr kostet. Das heißt, wenn man jetzt das anguckt und bevor wir das angucken, noch die orangenen Fragen. Wenn man sich für einen entscheiden muss, ist das Image okay? Kann man mit beidem Image leben? Wenn nein, muss man den nehmen, wo man das Image mit leben kann. Dann ist die Reichweite okay. Wir reden hier von Elektroautos und es muss einem klar sein, dass man mit 400 Kilometern WLTP-Angabe nicht 400 Kilometer im normalen Betrieb fahren kann, sondern gerade mit einem Sportwagen wesentlich weniger Reichweite hat. Deswegen muss man das sich schon nochmal genauer angucken und dafür bieten wir ja die Tabelle dann später an. Ist die Personenanzahl okay? Wenn 4 Personen ausreichend sind, dann ist der Taycan absolut ausreichend. Und dann kann der Model S das natürlich auch. Ist der Kofferraum okay? Mit knapp 400 Litern ist der Turbo S mit vorn und hinten jetzt kein kleinen Porsche, sondern müsste eigentlich okay sein. Also diese 4 Fragen sollte man sich vorher beantworten und dann kann man sich das Ganze neutralisieren. Sprich, wir gucken uns das Ergebnis an. Der Model S Raven hat 4,9% mehr Punkte. Das sind die 92,3 zu 87,8. Und er hat Kosten, die um 57,4% geringer sind. Und er hat eine Reichweite, die um 44% höher ist. Diese 3 Sachen sind soweit faktisch okay. Sicherlich gibt es beim Ergebnis und Kosten einige Abweichungen, wenn ihr das etwas anders seht. Das könnt ihr euch dann hinten in der Tabelle selber modifizieren. Aber das wird sich nicht groß unterscheiden, schon gar nicht bei den Kosten. Und damit kann man jetzt neutralisieren. Wir neutralisieren, wir sagen, das gleiche Ergebnis dürfte der Porsche Taycan nur 105.000 kosten. Dann wäre er nämlich um 4,9% günstiger und hätte bei 4,9% schlechterer Punktzahl ein gleiches Preis-Leistungs-Ergebnis. Oder wenn man sagen will, naja, er kostet 57,4% mehr Kosten, dann dürfte er nur 168.280 Euro kosten. Dann würde er nach Betrieb und nach Wiederverkauf die gleichen Kosten produziert haben. Das ist die Neutralisierung. Und die Details, wie wir da hingekommen sind, das kommt dann im B-Teil. Und dieses Auto ist unsere weitere Idee, den Tesla Roadster, ab nächstes Jahr verfügbar, Neupreis 200.000 Euro ab 2020. Und wenn ihr euch diese Werte und diese Form anguckt, dann reden wir von einem richtigen Supersportwagen. 2,1 Sekunden 0 auf 100 und eine Reichweite von 1000 Kilometern im WLTP-Einsatz. Der hat nämlich eine 200 Kilowattstunden Batterie und ist sicherlich ein Supersportwagen. Und den bietet Tesla für 200.000 Euro an in der Basiskonfiguration. Und das sind die Leistungswerte der Basiskonfiguration. Das wäre vielleicht eine Überlegung wert. Oder aber, man möchte keinen Tesla Supersportwagen kaufen, wenn man 200.000 Euro hat. Dann sollte man vielleicht auf diesen warten, den 9911 Electric. Der soll dann sicherlich 500 Kilometer schaffen. 300 km/h soll der dann gefälligst fahren und wird sicherlich um die 2,4 Sekunden schaffen. Das wäre dann unsere dritte Empfehlung. Wann der denn kommt, das wissen auch wir nicht, aber wir würden mal Porsche ganz, ganz herzlichst nahelegen, an diesem Auto zu arbeiten, denn formell ist das Auto, was jeder Porsche-Fan haben möchte, ein 911er und den als Elektrowagen, das wäre doch der Hammer. So viel zu unserer Sinnhaftigkeit-Vergleich Model S Raven gegen Porsche Taycan.
Ja, wenn es euch gefallen hat, dann bitte hinterlasst einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Es gibt weitere spannende Beiträge. Geht natürlich auch weiter mit Testfahrten aus den Fahrzeugen. Allerdings war das jetzt uns ein brennendes Anliegen, nochmal Sinnhaftigkeit dem Vergleich zu widmen. Model S Performance Raven, Taycan Turbo S, die schnellsten Elektroautos derzeit, die dann sicherlich nächstes Jahr ihren Champion finden werden, wenn der Tesla Roadster rauskommt. Es geht jetzt noch weiter mit dem B-Teil Annex. Den werden wir nicht groß kommentieren, aber dort findet ihr dann alle die Bewertungszahlen, die zu diesem Ergebnis geführt haben. Also bleibt dran, wenn ihr da schauen wollt. Ansonsten bedanken wir uns für euer Interesse und freuen uns auf eure Kommentare. Abonniert den Kanal. Wir sind bemüht, hier weiter zu wachsen und euch mehr aus der Elektroauto-Welt zu bringen und Sportwagen. Und natürlich geht es auch bald weiter mit Motorradtests. Also vielen Dank. Keep safe. Enjoy the ride. Und bis demnächst. Hier wieder bei Elon Motors TV und bleibt dran, es kommt jetzt noch der Annex mit Reichweitenberechnung der beiden Kontrahenten und der Bewertungsmatrix der Punkte, die zu diesem Ergebnis geführt haben und der Kostendarstellung. Also, dank euch, bis demnächst, Elon Motors TV. Ja, und jetzt noch das Annex. Es geht los mit der Reichweitenvergleichstabelle der beiden Model S Raven gegen den Taycan Turbo, dann die Bewertungsmatrix und die Kosten. Ja, erläutern wir die erreichten Reichweiten. WLTP-Werte sind hier beim Taycan Turbo S 412 Kilometer, beim Raven 593 Kilometer. Und da haben wir jetzt runtergerechnet, typischer Verbrauch, mit dem rechnen die Computer, was sie anzeigen an Reichweiten, 385 Kilometer bei Vollladung. Da fährt man dann so 120 Kilometer, wenn man das schaffen will. Beim Raven sind das 554 Kilometer. Das entspricht 93,4% des WLTP und dann, wenn man etwas schneller fährt, also eine realistische Planung bei einer 100% Ladung, sind dann 330 Kilometer beim Taycan, beim Raven 504 Kilometer. Im normalen Tagesbetrieb fährt man die Batterie von 80% Ladung runter auf 10%, lädt dann nach, entspricht das noch 230 Kilometer Tagesnutzbarkeit für den Taycan, 352 für den Raven. Und wenn man wirklich eine Fernreise macht, lädt man auf 90% in der Regel und fährt die dann auf 5% runter. Das ist für die Langlebigkeit der Batterie wichtig. Dann hätte man 280 bzw. 428 Kilometer. Und was wir vorher schon sagten, wenn man sehr schnell auf der Autobahn fährt, dann kann man davon ausgehen, dass man beim Taycan dann noch 140 Kilometer kommt und beim Raven 214 bei einer Nutzung von 90 auf 5%. So sind wir auf die Reichweiten gekommen. Bei der Bewertungsmatrix gab es für das Thema Sicherheit 18,4 Punkte beim Taycan, 17 beim Model S. Da hat der Taycan gewonnen. Aufgrund der besseren Bremse, die Details kriegt ihr hinten noch dran. Komfortvergleich 15,7 der Taycan zu 17,5 der Model S, weil er einfach viel mehr Platz hat. Dann im Cockpitbereich 8 Punkte der Taycan und 11,5 des Model S, einfach weil er ein viel größeres Infotainment-System hat, noch moderner die Anzeigen sind und auch noch besser die ganze Ladekapazität darstellt, die Ladestrukturen integriert, einfach auch ein Webbrowser, Netflix, das alles, das hat ein Taycan nicht. Und wir haben ja gesagt, es ist eigentlich sehr konventionell und das Entscheidende ist eigentlich nur, oder der große Unterschied ist nur, dass es halt digitalisiert dargestellt wird. Deswegen, also da nach unserer Auffassung, hat der Taycan da das Nachsehen. Von der Leistung ähnliche 22,3 zu 26,3. Das schaut euch hinten an, wie wir da drauf gekommen sind. Bei der Qualität gewinnt der Taycan. Er ist etwas besser, auch im Service und natürlich von der Verarbeitungsqualität. 13 zu 11,5. Und Image und Marke gewinnt auch der Porsche. 10 Punkte zu 8,5 Punkte. In Blau seht ihr daneben die maximal erreichbare Punktzahl. Also beide schon im sehr guten Bereich bei ungefähr 90%. Ja, und in dieser Tabelle könnt ihr euch dann in Ruhe angucken, welche Noten und Punkte wir oder welche Punkte wir vergeben haben für die Details, die wir recherchiert haben. Und so kommen wir auf das Ergebnis. Und wir sehen gerade beim Komfort, eines der hauptausschlagenden, der großen Punkte war einfach die Kofferraumgröße, die halt doch wesentlich mehr ist beim Model S. Und deswegen hat er einfach auch sehr da ein paar Punkte mehr. Von der Geräusch- und Fahrwerkkulisse, Radstand. Also schaut euch das einfach mal in Ruhe an. So kommen wir auf die Matrix-Details. Also einfach mal anhalten und genauso im zweiten Bereich Matrix-Details, da Leistung, Reichweite hat natürlich der Tesla
wesentlich eine höhere Punktzahl erreicht und deswegen gewinnt er auch den Leistungsvergleich. Qualität und Image der Marke. Kommen wir noch zu den Kosten. In der Anschaffung die beiden Hauspreise 199.999 beim Taycan, 110.480 beim Model S. Betriebskosten auf 4 Jahre gerechnet der Taycan 17.000, der Model S 9.8. Und im Verkauf gehen wir davon aus, dass ein Taycan dann noch bei 130.000 liegt und Model S dann bei 65.000 nach 4 Jahren. Das heißt, es entstehen Kosten beim Taycan 86.999 und beim Model S 55.2. Das sind dann aufs Jahr gerechnet ein Viertel davon und das Ganze nochmal durch 12 geteilt, kommen wir auf 1.813 € und 1.152 beim Brave, so wie vorne schon erwähnt. Die Details dazu dann in den Kostendetails, wo wir euch nochmal Grundpreis, Sonderausstattung, Nachlass, dann die Kfz-Jahresinspektion, Versicherung, Reifen und die Spritkosten. Bei den Spritkosten ganz interessant, da braucht ja der Taycan mehr, 26 Wattstunden auf 100 Kilometer vielleicht zu 20 und Supercharging haben wir hier mit 50% reingerechnet und das ist kostenlos. Warum sind die Werte trotzdem etwas höher? Ja, weil wir davon ausgehen, dass sie auch schneller fährt und nicht die WLTP-Verbräuche produziert. Und ansonsten beim Wiederverkauf rechnen wir von 15% Verlust im ersten Jahr, beim Taycan dann 10, dann 5, dann 5, kommen wir auf 35% Verlust, enden bei 130.000 und beim Model S gehen wir auch von 15, 10 und dann aber 7,5 und 7,5, einfach weil es halt doch nicht ein Porsche ist und nicht ganz so speziell wie so ein Taycan. Deswegen verliert er etwas mehr. Ja, das war unser Vergleich Porsche gegen Tesla, Taycan oder Raven im Annex B. Die Details nochmal, die zu diesem Ergebnis geführt haben. Sinnhaftigkeit oder nicht? Ja, ganz klar. Hier sind die beiden schnellsten Elektrofahrzeuge, die man kaufen kann. Nürburgring versucht, das Model S den Rundenrekord wieder zu bekommen und schafft das wohl auch ganz gut. Die fahren ja gerade und der aktuelle Top Gear Test, der zerrissen wurde, weil offensichtlich da was nicht ganz genau gepasst hat. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bis demnächst hier wieder bei Elon Motors TV.